Hashem Zashir, Tin Zara Gahare Basa, Wajabis Kaskino Basa, Kalebis Katfotem. Hallo! Hi! Live von der Waldeck. Ich wollte wie auf euch sehen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Für uns ist das ja einfach nur eine legendäre Sache, die so weit vor uns stattgefunden hat. If my honey said so, I'd railroad no more. I'd sidetrack my engine and go home. Ich war vollkommen fassungslos. Da waren ja über 1000 oder mehrere tausend Leute schon 66. Ich fand es wunderbar. Das war eine tolle Zeit. Ich hatte noch keinen Führerschein. Ich bin dann immer im Zug gefahren. Mit der Gitarre und Sack auf dem Rücken. Dann irgendwo hinkommen und dann singt man da. Und dann sagt irgendein Mädel oder sonst irgendwer, kannst bei mir pennen. Meinem Mädchen flattert das Haar, wenn ich puste um sein Gesicht. Eine, die mir den Kamm aus der Butter nimmt, fand ich bisher noch nicht. Was für ein Leben, so hatte ich mir das doch vorgestellt, genauso. Manchmal durfte man nicht töten, manchmal wieder musste man. Ganz genau, es weiß man nicht mehr, aber irgendwas ist dran. Denn wer Tausende verbrannte, der bekam den Ehrensold. Doch er schlug einen Einzelnen, hat der Henker ihn geholt. In den guten alten Zeiten, in den guten alten Zeiten. Die Waldeck-Festivals waren aber vor allen Dingen Gegenfestivals, Gegenveranstaltungen zum damaligen Kulturbetrieb, zu diesem Kleinbürgermief in der Restaurationsepoche der Bundesrepublik, die gekennzeichnet war durch, vor allen Dingen auf der Ebene der Kultur, gekennzeichnet war durch ängstliches Wohlverhalten, durch epigonenhaftes Dichten und Trällern und durch zynische Vergesslichkeit, was die letzte Zeit, nämlich die Nazizeit, anging. Gestern Abend plötzlich im Gewühl kam abhanden mir mein Nationalgefühl. Eben hatte ich's noch, auf einmal war es weg. Ach, wo war es nur? Lag es vielleicht im Dreck? So hat die Burg Waldeck bei den 68ern im Vorfeld Minen gelegt, Feuer gemacht. So, aber wie es Zeit, wie das Festival ohne war, da waren wir halt eben 11, 12 Jahre. Dann haben wir da Lehrgut gesammelt, ne? Gehortet bei den Festivals und dann haben wir das hier heimgebracht und dann fand, dann war schon, das war ein Erlebnis, gell, hat Spaß gemacht, gell, aber das ist alles, rum, gell. Als Führer der Wandervögel des Neroter Bundes, benannt nach seinem Gründungsort, dem Eifeldorf Nerod, begrüße ich Sie mit einem kräftigen Horrido. Horrido! 1922 kamen die Neroter hierhin. Und das ist mein Geburtsjahr. Man nannte die Neroter die Desperados der Jugendbewegung, weil man neidisch war auf den Neroter Bund. Die Neroter machten die ersten großen Auslandsfahrten. Ein rauschhaftes Erlebnis, zusammen zu singen. Wunderbar, nicht? Und auch die vielen ausländischen Lieder, die man gesungen hat auf der Waldeck. Das gab es ja doch noch gar nicht damals. Mich lockten die Wolken am Himmelszelt und wiesen den Weg mir zur weiten Welt.
zog im Sommer der Wildschwan singend nach Nord. Da zog es mit glühenden Pulsen mich fort. Ich musste fahrten und wandern. Ich musste fahrten und wandern. Das war wunderbar. Man hat dem Dorf hier nachgesagt, dass es geistig weiter wäre wie andere Dörfer auf dem Hunsrück. Ja, durch die Neroder. Ich hab nen Bart. Du hast nen Bart. Er, sie, es, wir und ihr habt einen Bart. Denn jeder Mann, der heute noch keinen Bart trägt, ist es denn ohne Weines Leben ohne Sinn. In Haare am Kinn, in Haare am Kinn, am Kinn, am Kinn, am Kinn, am Kinn. Diese Kontinuität, wie sich das weiterentwickelt hat, ich sehe da eine Kontinuität, bis hin zu den Festivals. Und ja, das ist auch, spiegelt dann auch wieder meine eigene Liedentwicklung wieder. Ne? Im Bündischen, im Fahrtenlied, im Wirlied, im Gruppenlied begonnen, dann die Folklore durch die Fahrten da hinzugekommen, bis hin dann, wenn man irgendwo den Weg dann alleine weitergeht, auch mit Sachen, die mehr so aus dem Bereich Singer-Songwriter kommen, ne, wo dann auch so ganz individuelle Erfahrungen verarbeitet werden. Waldeck nach 40 Jahren tatsächlich neu für uns entdeckt. Kommt vor, dass die Welt dir den Boden entreißt, dass kein Zeichen mehr richtige Wege weist. Du dein Ziel verlierst, weiter diskutierst und lautlos um Hilfe schreist. Mit unserer Musik sehen wir uns durchaus auch in der Tradition deutscher Liedermacher. Es gibt ein Schatz vergraben. Ich kann die Karte haben, die mich hinbringt. Grinsende Affen erklären mir den Weg. Ist das ein Traum oder Realität? Cocaine all around my brain. Cocaine's for horses, not for men. They say it'll kill me, but they won't say when. Cocaine all around my brain. Oh, oh, baby, come here quick. This old cocaine's making me sick. Cocaine all around my brain.